guten Tag. Hallo Thomas, Student aus Neuwied. Thomas. In-N-Out 400. Als Zahlungsmittel heute aus der Mode. Deswegen muss man aber nicht gleich alles in die Suppe schütten. Thomas. Was, Salz? Richtig. Zahlungsmittel. In-N-Out 600. Mit den Beatles wird diese Frisur zum absoluten Renner. Was ist der Pilzkopf? Richtig. Jetzt spielen wir Tic-Tac-Toe. Das schnelle Spiel für helle Köpfe. Thomas. Thomas, unser Champion aus Neuwied. Das Fest des Roten Ahorn ist in dem gesuchten Land. Thomas. Japan. Das stimmt und das ist Tic-Tac-Toe. 9.700 D-Mark. 14.100 D-Mark sind es ja bis zu diesem Zeitpunkt. Ja, ich versuche möglichst nicht an das Geld zu denken und mich auf das heutige Spiel zu konzentrieren, sonst wird man vielleicht nervös. Aha. Thomas, unser Champion aus Neuwied. Unser Champion verabschiedet sich zum dritten Mal mit 19.800 D-Mark. Ich hoffe, es war spannend genug für Sie. Ich bin jetzt am Ende. Willkommen bei Jeopardy! Hier sind unsere drei Kandidaten aus Neuwied, Thomas Kinne. Würde diese Schwimmerin wirklich so viele Schokoriegel verzehren, hätte sie in ihrer Disziplin längst nicht mehr Oberwasser. Thomas? Wer ist Franziska von Almsig? Korrekt. Dieser lasso-schwingende Kuhhirte hatte es Gitte 1963 besonders angetan. Nur ihn wollte sie als Mann. Ja, Thomas? Was ist der Cowboy? Richtig, Marc. Und da muss man nicht viel rechnen können, um zu sagen, dass Sie mit 14.550 Mark heute Champion geworden sind. Herzlichen Glückwunsch. Neuer Champion, alter Champion, Sie sind der große Abräumer. Champion Thomas Kinne. Jetzt bereits mit einem Kontostand von 29.600 Mark. Der räumt hier ab. Es ist unfassbar. Vielleicht legt er heute aller guten Dinge sind drei noch mal zu. Das ist das Siegerlächeln, was wir Ihnen jetzt gerne übertragen. Und aus Neuwied heute zum vierten Mal dabei, Thomas Kinne. Sein Kontostand 37.700 Mark. 16.100 Mark bekommt er dazu. Dieses Gesicht muss man einfach zeigen. Thomas Kinne. Jetzt schon mit einem Kontostand von 53.800 Mark. So, da treffen wir uns wieder bei Jeopardy. Und ich sage Ihnen, da spricht man über unseren Thomas in Deutschland. Es ist unwahrscheinlich. Viele stellen sich die Frage, ist der Mann jetzt klug? Ist er schlau? Ist er so gebildet? Was ist er? Ist er alles zusammen? Wir werden es testen. Aber Thomas, ich garantiere, heute wird es ein bisschen schwerer werden. Peter. Und was bedeutet das? Hier springt einer in die Luft und freut sich. 20.100 Mark. Das ist das Geld für unseren alten und den neuen Champion. Herzlichen Glückwunsch. Willkommen beim Jeopardy Champions Cup. Hier sind unsere Kandidaten aus Mainz. Dr. Thomas Kinne. Der 34-jährige Übersetzer war der erste Jeopardy-Champion überhaupt. Das war dieser Champion hat es geschafft. Er war schon mal Champion und er ist wieder Champion geworden. Und wir sehen ihn wieder in der zweiten Runde in der nächsten Woche. Und das ist der Pokal. Darum geht alles. Für den Sieger gefüllt später mit 125.000 Mark. Und das ist der Punkt, von dem wir schon alle mal schlaflose Nächte hatten. Wir haben zwei Kandidaten, beide die gleiche Punktzahl. With representatives from 9 countries around the world, this is the Jeopardy Olympic Games Tournament. Now entering the studio, representing Germany, a translator from Frankfurt, Germany, Tom Kinney. And you wrote down. What is Barcelona? You are correct, sir. And your wager, 5,400. That puts you in the lead at the moment. You risk enough money, 4,400. Well, that takes you up to 10,900, so it is enough money. Heute bei uns in Jeder gegen Jeden. Thomas Kinne, Übersetzer aus Nauheim. Zwei packende Runden haben sie schon hinter sich gebracht und nun stehen sie im Finale. Thomas Kinne aus Nauheim, er beginnt das Finale mit 2 Punkten.
Willkommen zu Der Schwächste fliegt. Ich heiße Thomas, bin 40 Jahre alt, Übersetzer aus Nauheim. Wir beginnen mit dem Stärksten der letzten Runde und das warst du, Thomas. Jetzt wird gespielt, Der Schwächste fliegt. Das bedeutet, es geht heute um ein Preisgeld von 14.100 Mark. Nur einer von euch nimmt das Geld mit nach Hause, der andere geht komplett leer aus. Diese Antwort ist korrekt. Das bedeutet, Thomas, du warst heute der Stärkste im Team und nimmst 14.100 Mark mit nach Hause. Und tschüss. Ich bin außerordentlich happy. Ich hätte das nie gedacht. Also ich bin selbst überrascht gewesen, dass das so gut geklappt hat am Ende. Das Spiel an sich hat mir auf jeden Fall Spaß gemacht. Das ist leicht zu sagen, wenn man mit dem Gewinn rausgeht, aber ich würde trotzdem sagen, ich bin also ein begeisterter Spieler. Ich schaue mir die Sendung auch gerne im Fernsehen an. Sie haben nur noch einen einzigen Gegenspieler, aber der sieht leider besonders intellektuell aus. Hat Thomas richtig geantwortet? Ja, Sie sind gleich unser nächster Stuhlkandidat. Herzlich willkommen, Thomas. Toi, 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 viel Erfolg, es geht los. Thomas, Sie waren ein super Kandidat, Sie haben es weit gebracht, bis auf sieben Gegner. Vielen Dank fürs Mitspielen. Applaus für Thomas, meine Damen und Herren. Die Jagd beginnt. Schönen guten Abend zusammen. Herzlich willkommen bei Gefragt die Jagd. Wieder einmal haben sich vier Menschen gefunden, die tatsächlich der Meinung sind, einen Jäger besiegen zu können. Warum sind Sie dieser Meinung? Wir fragen Sie am besten selbst. Mein Name ist Thomas Kinne, Dr. Thomas Kinne. Und ich bin mal gespannt, wer hier am Ende der Jäger und wer der Gejagte ist. Hallo Thomas, guten Abend. Bist du Quiz erfahren? Hast du Vorkenntnisse auch in Fernsehgeschichten? Ja, habe ich schon in der Vergangenheit schon mal. So, dann wollen wir spielen. 60 Sekunden auch 60 für dich. Sekunden. Du kennst das Spiel. Wie nennt man im Computerdeutsch das Herunterladen von Daten und Programmen? Download. Wie heißt Hollywood-Regisseur Tarantino mit Vornamen? Quentin. Wer war 2015 der zweite Deutsche, der jemals das Radrennen Paris-Roubaix gewinnen konnte? Ach, 6.000 Euro! Na bitte, ganz starke Runde, super. Auf geht's, Thomas ist durch mit 6.000 Euro. Camilla, komm, weiter geht's. Finalzeit bei Gefragt Jagd. Camilla, Fabian und Thomas sind durchgekommen und sie spielen jetzt um 37.500 Euro hier im Finale. Weiter. Was bedeutet der Name Burj Khalifa? Thomas. Turm des Khalifa. In welchem Land steht der höchste Vulkan Nordamerikas? Thomas. USA. Wie heißt der Anzug eines Astronauten? Thomas. Raumanzug. Welches deutsche Kindernachrichtenmagazin? 15 Punkte habt ihr. Versuchen wir starten die Uhr. Jetzt. Um welchen Whistleblower geht es in der Oscar-prämierten Doku? Welcher sowjetische? Es ist vorbei! Ihr habt es! Ihr habt es! Oh, Herr Jacobi! Oh, es ist ja unglaublich! Sie haben Snowden rausgebrüllt, aber schneller ging nicht mehr. Herzlichen Glückwunsch, Leute, ihr habt 37.500 Euro gewonnen. Und irgendwie fast noch wichtiger, ihr habt den Quizgott besiegt. Das ist was ganz, ganz Großes. Leute. Heute Abend freuen wir uns auf Thomas Kinne, 55, aus Nauheim. Und wir haben einen Sieger des großen Hessen-Quiz, der kommt aus Nauheim und heißt Dr. Thomas Kinne. Herzlichen Glückwunsch, lieber Thomas. Und Sieger des großen Hessen-Quiz ist er heute Abend. Das ist Ihr Pokal. Herzlichen Glückwunsch und ich danke euch allen Vieren, dass ihr den Spaß mitgemacht habt.
In Deutschlands härtestem Quiz geht es um 100.000 Euro. Dafür müssen 5 absolute Experten in ihren Gebieten geschlagen werden. Es gilt, das Unmögliche möglich zu machen. Ob am Äquator oder in Hessen, dieser Mann ist auf der Welt zu Hause. Ich bin Thomas Kinne. Ich bin 56 Jahre alt und von Beruf bin ich Übersetzer. Und wir sind hier nicht auf den Seychellen, sondern in Nauheim, in Südhessen. Chinesisch, Persisch, Arabisch, Koreanisch, Hindi, was sehr selten ist, und sogar Hessisch. Ich habe Quiz-Apps auf meinem Telefon in 9 verschiedenen Sprachen und ich spiele die immer abwechselnd. Ich werde Quiz-Champion, denn mein Wissen kennt keine Grenzen. Guten Abend, Dr. Thomas Kinne. Welche Filmtrophäen wurden 2017 in Los Angeles zum 89. Mal verliehen? Die Oscars. Richtig. Unter welcher Abkürzung ist das UN-Kinderhilfswerk bekannt? UNICEF. Richtig. Wer... Das waren 28 Sekunden. Herzlich willkommen. Ich habe vor etwa 23 Jahren habe ich schon mal in einer anderen Sendung mitgespielt. Mhm. Und da gab es eine entscheidende Frage und die Antwort war Franziska van Almsick. Haben Sie es gewusst? Ich habe es gewusst und sie hat mir damals Glück gebracht. Und bitte. Sie kann einfach nahtlos anknüpfen. Und einfach sie soll einfach mal Unsinn antworten hier. Ich würde, also mein Traum wäre einfach mal so die Familie ins Wohnmobil zu packen und mal einen Monat Neuseeland zu machen. Ich schaue mal schnell, Alisa, einverstanden? Hat genickt? Ja. In jedem Fall einverstanden. Die Antwort, also MC, MLXXXIX, ja. Ist richtig, C. Ein Hohenzollern, deshalb Habsburg ausgeschlossen. Und der, okay, ist dann in die Niederlande gegangen ins Exil, oder? Genau. Ja. Es tut mir wahnsinnig leid, dass wir so einfache Fragen haben. Ich möchte noch mal mich in aller Form entschuldigen. Richtig ist B. Er bestieg mit 29 Jahren den Thron. Und damit steht es 4-4. Entscheidung möglicherweise mit dieser Frage. Was verbirgt sich hinter dem Kürzel TU 144? Also, wir können die Frage leider nicht so schnell auflösen, wie ihr sie beantwortet habt, aber sagen, ja, Sie noch was dazu. Die Venus hat keine Monde, chemische Elemente, die neu entdeckt werden, bekommen keine anderen Namen in dieser Form. Und TU ist für Tupolev. Das war ein Hersteller. Das war ein Konkurrenzmodell zur Concorde im Ostblock. Er hat völlig recht. C ist richtig. 5-5. Ja. Nochmal locker machen? Ja. Hier ist die Frage. Wie hieß die 1919 von Walter Bitte? Ich lese nicht weiter vor. Die Antwort muss jetzt von Dr. Thomas Kinne kommen. Bauhaus. Bauhaus ist richtig! Sie haben es echt verdient. Ganz, ganz toll. Ganz, ganz toll. Was für eine Leistung. Ein Zuschauer sagt gerade, echt Granate. Und das ist Fair Play. An dieser Stelle bitte ich unsere beiden Finalisten, Dominik Warlig und Dr. Thomas Kinne, höflich und unter dem Applaus unseres Publikums zu mir vorne auf die Spielfläche. Diese beiden Kandidaten haben in ihren Sendungen alle 5 Experten besiegt. Sie haben in 2 Sendungen gezeigt, dass sie in 5 Wissensgebieten auch von absoluten Experten nicht zu schlagen sind. Wir freuen uns auf einen spannenden Zweikampf um den Quiz-Champion-Titel. Meine Damen und Herren, jetzt beginnt das große Finale und der Kampf um 100.000 Euro. Nochmal Gratulation für das bisher Geleistete und Gezeigte. Dominik? Hier drin im Umschlag A, wie Alisa, wie wir gelernt haben, sind diese 5, die ich jetzt an die Experten verteile. Wer schrieb den Roman Homo Faber mit den Erlebnissen des Ingenieurs Walter Faber? 2017. Kommen Sie mit, da ist Ihr Mitspieler.
danke den wirklich außergewöhnlichen Experten. Gratulation, viel Spaß mit all dem, was Sie jetzt vorhaben. Und ich hoffe, Sie hatten Spaß bei uns. Danke für Ihre Aufmerksamkeit. Bis zum nächsten Quiz Champion. Danke den Experten und alles Gute weiterhin hier im Programm des ZDF. Jäger sind zurück und damit ein herzliches Willkommen. Begrüßen Sie mit mir den Meister, das Chris Brain, Dr. Thomas Kinne. Einen wunderschönen guten Abend. Ich würde sagen, das ist der Herkules. Der Herkules? Wir schauen nach und das ist richtig. Kurz die Erklärung. Wie kamen Sie drauf? Wir haben die drei Bilder, das ist ein Herr oder ein Mann. Ja, ja, ich war zuerst auch beim Mann und dann Mankules gab keinen Sinn. Also der vierte Buchstabe fällt weg, ist es nur noch Herr. Bei der Kuh fällt das H weg und beim Klee fällt das K weg und der letzte Buchstabe wird aus E wird S und dann haben wir Herr, Kuh, Les. Gut, weiter geht's bei uns. Das ist nicht der Deutsche Wetterdienst in Offenbach, der die Namen für die Tiefs vergibt, soweit ich weiß. Ich habe meiner Frau nämlich mal ein Hoch gekauft. Und oh! Was eine Geste! Und das habe ich in Berlin erworben. Und unser Meister ist wieder dran. Was dürfen wir nehmen? Dann würde ich den Elefantenbullen zwischen die Weltkriegsbombe und die Germania setzen. Das locken wir so ein. Jetzt warte, nehmen wir den Elefanten über die Weltkriegsbombe und unter die Germania und lösen auf. Wieder unser Meisterpunkt und in Führung gehen. Also ich denke, zwischen 6,5 und 32 Tonnen würde ich die setzen zwischen Bulle und Germania. Dann machen wir das, da war sie noch nicht. Oh. Und lösen auf. So knapp, Sie haben das so toll gemacht. Auch nochmal einen ganz großen Applaus, ganz toll gemacht von unserem Meister. Die Jagd beginnt. Siehst du wohl, der Doktor Thomas Kinne. Er hat über Woody Allen promoviert, aber jetzt will er erstmal der Terminator sein. Oder es ist der Quizgott, der Bekannte, Sebastian Jacobi. Manche finden, er sei der Pate unter den Jägern. Er selbst macht gern Angebote, die man nicht ablehnen kann. Da ist ein Neuer dabei. Hier kommt der Jäger. Okay, schau mal. Oh. Dr. Thomas Kinne. Guten Abend, Herr Kinne. Guten Abend, Herr Pommes. Ich freue mich sehr, Sie zu sehen. Gleichfalls. Zum ersten Mal da oben. Ja. Also ein paar Sachen habe ich noch im Kopf. Vor 3 Jahren waren Sie hier, haben gewonnen, ja, ne? Ja, ziemlich genau 3 Jahre. Gegen Jacobi seinerzeit, ne? Ja, würde gerne den Mantel des Schweigens darüber decken, aber ja. Ja, okay, das glaube ich. Ja. Und Sie waren mal Quiz-Champion, glaube ich auch, ne? Ja, das war im letzten Jahr. Gut, ja, okay. Er hat gequizt, bis der Arzt kommt. Wir haben es schon gehört vorhin, Herr Dr. Kinne. Er freut sich. Der Quiz-Doktor aus Hessen ist von Haus aus eigentlich Linguist und Übersetzer. Sein Sprachschatz also gewaltig. 20.000. Gitte, Marften? Ja, guten Abend. Ich habe ja Gitte auch in der Landessprache begrüßt, dann mache ich das bei Ihnen auch. Ei Gude. Ja, stimmt. Ist ja richtig. Wirklich? Ja. Er ist nicht mehr ernsthaft mit dem G-Punkt im Finale mit 20.000 Euro. Ich dachte, er ist mit H-Milch im Finale. Mit O-Beinen ist doch vielleicht. Besser als Rammelkammer, oder? Schön gesagt. Das gibt's nicht. Sind Sie bereit für ein möglicherweise großes Finale um 34.000 Euro? Für Sie zum letzten Mal heute, die Jagd beginnt. 2018 heiraten Teresa Tieschki und Komiker Wiegald? Boning. In welchem Märchen der Gebrüder Grimm fällt ein Wolf in einen Brunnen und ertrinkt? In der Wolf in die 7 Geißlein. In welchem Land steht der Alpenberg Wildspitze? Österreich. In welcher Stadt spielt der Film Christiane F., Wir Kinder vom Bahnhof Zoo? Berlin. Boah, es ist vorbei.
Dr. Kinne, Sie beschweren sich nie und ich würde heute auch nichts gelten lassen, denn das hat sich angedeutet diese Woche. Wir sind sehr hohen Bereichen in den Finals. Genau, starke Spieler. Ja, absolut. Große Aufgabe jetzt nochmal. Ja, ein dickes Brett. Sind Sie bereit, es zu bohren? Ja, bleibt mir nichts anderes übrig. Sie können aufgeben. Zum letzten Mal heute Abend die Jagd beginnt. Ich bin bereit. Die Schriftstellerin Pamela Lynwood Travers ersann das weltbekannte Kindermädchen Mary Poppins. Ein kurzes rotes Shirt trägt als einzige Kleidung welcher Zeichentrick Bär? Winnie the Pooh. Wie nennt man im Okkultismus jemanden, der Verbindung zu Verstorbenen und Geistern herstellen kann? Was war die Hauptstadt der Sowjetunion? Moskau. Hilft man jemandem, so greift man ihm redensartlich unter die Arme. Wie nennen Bergleute eine große waagerechte Kohleschicht? Flöz. Coriolanus Snow heißt der Bösewicht in welcher Fantasy-Reihe? Passe. Stopp die Uhr. Tribute von Panem. Habt ihr es? Genauen Titel? Tribute von Panem. Die Tribute von Panem. Mhm. Das ist richtig. Oh. Ja. Nicolas Cage gewann 1996 den Oscar als bester Hauptdarsteller für den Film Leaving Las Vegas. Womit nimmt sich Romeo in Shakespeares Theaterstück das Leben? Gift. Welcher Pete schrieb mit Tommy eine der ersten großen Opern der Rockgeschichte? Townsend. Oh! 6 Sekunden! Herzlichen Glückwunsch, Herr Dr. Kinne. Es ist eine grandiose Finalleistung. Da wollen wir nicht unter den Teppich hier kehren. Und wir machen jetzt gleich einen fliegenden Wechsel, meine Damen und Herren. Denn Freunde und Familie von Alisa waren schon. Die kommen jetzt hier gleich ins Studio. Und wir haben auch das Leben von Alisa in den letzten 4 Wochen gehörig umgekrempelt. Ich werde dir jetzt gleich 3 Geschichten vorstellen, die alle mit seinem Vater Thomas zu tun haben. Ist das wirklich? Echo Fresh. Wir representen Alisa. Leute, was geht? Wir wollen, dass sie heute fette Beute erlegt. Bis jetzt ist für sie alles ziemlich gut ausgegangen. Sie waren hier unten. Flamingo hat sie aufgefangen. Denn Alisa weiß, Flamingo bringt ihr Glück. Und genau davon braucht sie heute ein Riesenstück. Sie zeichnet den Flamingo perfekt und echt genial. Doch guckst du ganz genau hin, fühlt wohl das Genital. Ich atme, also bin ich. Schon bereit. Der Rekordversuch lautet 25 Braunsträuße fangen in einer Minute. Und zwar blind. Dann hol den Rekord. Ich zähle runter von 3, 2, 1, durch. 5, 4, 3, 2, 1, ja. Ja, ein neuer Weltrekord. 27 Brautsträuße gefangen. Thomas, du hast den Rekord. Absolute Weltklasse. Komm her zu uns, Weltrekordhalter im Brautstrauß fangen. Und das in 60 Sekunden. Hallo, schönen Tag. Herzlich willkommen. So, da ist Schiedsrichter vom Deutschen Rekordinstitut, genau. Da steht es nochmal. 27 gefangene Brautsträuße bestätigt das Rekordinstitut für Deutschland den neuen Weltrekord. Super. Und ich sage herzlichen Glückwunsch. Dankeschön. Du hast es! Herzlichen Glückwunsch! Das ist aber Ihre Tochter. Ja, das ist meine Tochter. Das ist eigentlich pädagogisch und auch politisch nicht korrekt, wenn ein Vater seine Tochter reinlegt. Ja, ich habe das so gesehen, dass ich eigentlich meine schützende Hand über sie gehalten habe. Sie konnte ja selbst nicht mitreden, aber wir haben schon darauf geachtet, dass da nichts Peinliches passiert oder dass sie nicht in irgendeine Situation gerät, die ihr nachher peinlich wäre. Und insofern habe ich das und Chris hat das aber auch so gesehen. Und er ist Weltrekordhalter. Willkommen zum Quiz der Olymp, meine Damen und Herren. Und ich habe heute ein dunkelblaues Sakko rausgeholt. Das soll eine Seriosität ausstrahlen, denn das, was wir heute erleben, ist wirklich in dieser Form einmalig. Herzlich willkommen, schönen guten Abend, Sebastian Jacobi und Dr. Thomas Kinne. 16 zu 15 für die Jäger. Ich nehme die goldene Mitte. Die goldene Mitte. Haha, es wird spannend. Thorsten! Eine Frage noch. Welcher Komponist schrieb das Werk Rhapsody in Blue? Das war George Gershwin. 15 von 15, mehr geht nicht. War notwendig. Oh, war notwendig. Ja. Ne? Ich
glaube, Ihnen als Zuschauer geht es nichts anders als mir als Moderator. Selten hat man sich auf ein Finale so sehr gefreut wie auf das jetzt. Die Jäger ausgefragt, gejagt, spielen zusammen, haben jeweils aber nur 5 Sekunden Zeit, um sich zu beraten. Mhm. Wer ist denn der Sprecher? Ich mache heute mal den Sprecher. Gut. Das heißt, wie heißt der gelbe Vogel aus den Peanuts-Comics? Woodstock. Woodstock. Richtig. Chloe, Courtney oder Kim? Welche der Kardashian-Schwestern ist die jüngste? Keine Ahnung. Ich weiß nicht. Chloe oder Courtney? Chloe oder Kim? Oder Courtney? Courtney. Nein, Chloe. Keine Ahnung. Das heißt, jetzt muss jede Antwort sitzen, ja. Dann haben wir Stechen. In welchem Sommermonat erreicht der Meteorstrom der Perseiden alljährlich seinen Höhepunkt? August. Im August. Korrekt. So, die letzte Frage und das wäre Punkt Gleichstand, wir hätten Stechen. Oh. Ich möchte wissen, was für ein Tier war Ronny aus der Musiksendung Ronnys Popshow? Ein Affe. Ein Affe. Ein Affe, ein Schimpanse, ja. Stimmt. Oh. Also bis zur letzten Frage auf einem Niveau gehalten und dann ein bisschen schneller gedrückt. Da hätte natürlich Sebastian auch gewonnen. Wir hatten's alle gut. Also großartig, dass ihr da wart. Hat viel Spaß gemacht. Also jederzeit wieder. Vielen, vielen Dank. Liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, herzlich willkommen zu 3 nach 9. Schön, dass Sie eingeschaltet haben. Achtung, Fremdwörter. Der eine bezeichnet sich als sapiosexuell, der andere lernt kontextuell. Gemeinsam sind Sie die Jäger aus dem ARD-Erfolgsquiz gefragt, gejagt. Schön, dass Sie da sind, Sebastian Klussmann und Dr. Thomas Kinne. Wir lernen fürs Leben, wir lernen aber auch im Leben. Wir lernen also, indem wir einfach mit offenen Augen durchs Leben gehen. Aber das Besondere bei Ihnen ist, ich meine, wir lernen ja alle jeden Tag irgendwie was Neues dazu. Das Besondere bei Ihnen ist ja, dass Sie offensichtlich wissen, seitdem Sie ein Säugling sind, aufsaugen wie ein Schwamm. Kinder sind von Natur aus neugierig und man muss nur diese Neugier fördern und man muss diese Neugier auch stillen. Man muss also Kindern, die Fragen stellen, vernünftige Antworten geben. Mein Vater hat mir schon mein Leben lang alle Fragen beantworten können. Woran liegt das denn, hier unsere beiden Quiz-Profis, dass manche Menschen es vielleicht wissen, aber in dem Moment einfach nicht so schnell abrufen können? Ja, ich denke mal, es ist natürlich auch viel Technik. Ich weiß nicht, welche Techniken andere benutzen. Man kann sich Dinge natürlich auch merken. Sebastian hat es auch schon angesprochen, im Kontext lernen. Das haben wir ja jetzt auch in der Pandemiesituation festgestellt, dass Dinge weltweit zusammenhängen. Und ich sage immer, die hängen horizontal zusammen. Das heißt also, geografisch, global hängen Dinge zusammen. Wenn hier was gemacht wird, bewegt sich dort etwas. Oder es hängt auch vertikal zusammen. Das heißt, was in der Vergangenheit geschah, hat Auswirkungen auf das, was heute geschieht. Und was heute geschieht, hat Auswirkungen auf die Zukunft. Klingt völlig banal, aber wenn wir diese Kontexte erkennen, und das hatte ich gemeint auch mit dem, Sie hatten mich ja da zitiert, mit dem kontextuellen Denken, wenn wir diese Kontexte erkennen und uns immer wieder bewusst machen und dann auch hin und her schalten können, solche Mindmaps anlegen, ne? Dann ist das von Vorteil. Na, das ist mal ein Abend bei euch bei 3 nach 9. Hallo Judith, lieber Giovanni, ich freue mich, dass zwei meiner Jäger heute Abend bei euch sitzen, Dr. Thomas Kinne. Ich meine, ihr merkt das ja selbst, ne? Wenn er reinkommt, dann strahlt es, mich lächelt er freundlich an. Er ist der einzige Jäger, der durchgehend freundlich zu mir ist. Deswegen ist er mein Freund auch. Sehr schön. Ich bedanke mich sehr für den Besuch und hoffe, dass wir beim nächsten Mal ausführlicher sprechen noch. Dankeschön, Dr. Kinne, Sebastian Klussmann. Warum war ich nicht bei Wer wird Millionär? Weil ich es euch nicht zutraue? Ja, das ist eine gute Frage. Gehen wir weiter an die Redaktion. Genau, wir wollen euch nicht haben, um die Millionen nicht rauszuholen. Nein, es ist nämlich ein großes Missverständnis, dass wir da alles abräumen würden und die langweiligste Runde der Welt spielen würden, weil wir ja hintereinander alle 15 Fragen beantworten und eine Million kassieren. Stimmt nicht, weil ich finde, die haben eine andere Art von Fragen und die sind auch ganz schön knifflig. Und ich gebe gerne zu, dass es da auch Fragenleitern gibt, bei denen ich bei 8.000 oder 4.000 rausgeflogen wäre, weil ich eine falsche Antwort gegeben hätte. Also das ist nicht Erfahrung. Ich glaube, langweilig sind wir auch nicht. Also die können uns auch gerne einladen. Wir würden auch da uns lange Gespräche mit Herrn Jauch liefern, wenn wir eingeladen würden. Also ich habe auch was gelernt im Gespräch mit euch beiden. Wir hatten selten Gäste, die so viel Understatement gezeigt haben. Bei so viel, ich sage jetzt mal, Qualität, die sie mitbringen. Vielen Dank für den Besuch bei uns. Dr. Gerne. Kinne und Herr Kussmann. Klein gegen groß. Show der unglaublichen Duelle. Und hier ist Kai Pflaume.
Guten Abend, herzlich willkommen. Robins Duellgegner, ein echter Quiz-Champion. Sein Wissen kennt keine Grenzen. Dr. Thomas Kinne, keine Quizfrage ist ihm zu schwer. Moskau, Karpfen, Vegas, Delaware, 4, Speyer, Townsend. Oh! Seit über 30 Jahren ist er Mr. Quiz-Show. In den 90er Jahren gewinnt er 6-mal in Folge bei Frank Elsners Jeopardy. Heute ist er einem Millionenpublikum als Jäger in der ARD-Quiz-Sendung Gefragt gejagt bekannt. Die Jagd beginnt. Als der Quizdoktor ist er seit 2018 ein knallharter Gegner, lässt jeden Kandidaten verzweifeln. Friday. Freitag. Oh. Sein Wissen testet das Sprachtalent täglich mit Quiz-Apps in 12 verschiedenen Sprachen. Bitte? Guten ja. Guten Abend. Er ist auf der ganzen Welt zu Hause, immer neugierig und immer auf der Suche nach neuen Herausforderungen. Dr. Thomas Kinne. Robin, herzlich willkommen. So, jetzt schauen wir es uns an. Das Flüsse-Duell. Robin, 13 Jahre, behauptet, ich erkenne mehr Flüsse weltweit nur anhand des Flusslaufs als der Jäger aus Gefragt gejagt, Dr. Thomas Kinne. Robin und Thomas bekommen Flussläufe nur anhand einer blauen Linie auf weißem Grund gezeigt. Für jeden richtig erkannten Fluss gibt es einen Punkt. Wer nach 90 Sekunden mehr Punkte hat, gewinnt das Duell. Der Gambia. Ja. Das ist der Oranje. Ja. Der Ural. Ja. Das ist der Colima. Ja. Der Pur. Ja. Das ist der... Der Euphrat. Ja. Der Euphrat kam noch. Ja. Robin, komm zu uns. Auch hier sehr gute Leistung. Wir schauen aufs Endergebnis und müssen festhalten, Robin war ein Tick schneller vor allen Dingen noch unterwegs. Robin mit 31 richtigen Flüssen und Thomas Kinne. Dankeschön. Tolle Leistung. Glückwunsch. Sebastian Klussmann, herzlich willkommen. Und Dr. Thomas Kinne. Beide natürlich beliebte, erfolgreiche Jäger bei Gefragt gejagt. Hier ist die Masterfrage. Die Hauptstadt welches dieser EU-Länder kommt alphabetisch an letzter Stelle? Oh Gott, das ist so eine Wer wird Millionär-Eingangsfrage. A. Österreich, B. Lettland oder C. Kroatien. Ja, dann kann ich euch so viel verraten. Klar, Hauptstadt von Lettland ist Riga. Die Hauptstadt von Österreich ist Wien, natürlich. Und die Hauptstadt von Kroatien, Zagreb. Und damit ist Antwort C natürlich die richtige Antwort. Dr. Thomas Kinne und Helfen. Sie gewinnen 4.500 Euro. Ja, das haut natürlich gleich richtig rein. Das sind pro Kopf 91 Euro. Es geht wie immer um 10.000 Euro und heute will es das Team Jäger wissen. Hier sind Dr. Manuel Hobiger und Dr. Thomas Kinne. Oh, was für eine Überraschung. Marie entscheidet sich für Mode und Eckart für Bücher und Wörter. Ja, ich wünsche mir halt eine Mut. Wie bitte? Ich wünsche mir halt Mut. Gegen Eckart hätte ich ja Mode gespielt, aber... Das soll doch mutig sein. Wir sind ja herausgefordert. Komm, wir begeben uns hier bei beiden auf gefährliches genau, Eis. Genau, also dann können wir auch gleich Mode nehmen. Ja, ja nehmen wir die Mode. Na dann. Frag mich wieder dann. Da sind wir gut durch die Mode durchgekommen. Ja. Gehen Manuel und Thomas, unser Team Jäger, als Sieger ins Finale. Das heißt, Punkte.
10 an der Zahl, gibt es beim deutschsprachigen Scrabble für die beiden Buchstaben Q und... J. Y wäre richtig gewesen. Damit hat der Olymp 13 von 15 Fragen richtig beantwortet. Bei welchem 1893 erschienenen Geschicklichkeitsspiel müssen Steine aus dem Klötzchenturm entfernt werden? 1983. Jenga. Ja. Jenga. Jenga stimmt. Damit habt ihr den Gleichstand erreicht. Mit der nächsten richtigen Antwort habt ihr dieses Duell gewonnen. Die als Regisseure erfolgreichen Coen-Brüder heißen mit Vornamen Ethan und Joel. Damit herzlichen Glückwunsch an das Team.